Herr Korten, Sie sind heute Abend am DAI in Heidelberg, damit auch im Literarischen Zentrum Heidelberg, zu Gast. Und Sie lesen aus Ihrem inzwischen viel besprochenen und sehr schön rezensierten neuen Buch Verband, einem Versepos. 400 Spencer-Strophen haben Sie geschrieben mit einem festen Reimschema, also einer ganz klaren strukturierten Form. Und damit eine alte literarische Form verwendet, die in der deutschen Literatur so gut wie gar nicht vorkommt und die Sie auch trotz dieser Struktur, die vorgegeben ist, auch immer wieder gegen den Strich bürsten. Was hat Sie genau an der Form angezogen, an der Strenge dieser Form und warum auch genau die Spencer-Strophen? Also ich habe sie ja nicht streng verwendet, sondern ein bisschen modifiziert für die deutsche Sprache. Ja. Und also es ist ein für längere Epen geeignetes Versmaß und hat aber gleichzeitig etwas Leichtes, finde ich. Und also durch die dreifachen Reime, das bekommt etwas Spielerisches und manchmal auch was Tragisches. Bei Platen kennt man das, sobald ein Reim drei- oder viermal vorkommt, ist da diese merkwürdige Süße, die auch gleichzeitig irgendwie wehtut oder so, ja. in der Banalität. Ich weiß nicht, was das für ein Trick ist, aber es ist ein Trick. Also aus mehreren Gründen. Wie war das dann für Sie beim Schreiben? War das eine Form, die auch diszipliniert hat? Oder die Ihnen viel Freiheit gegeben hat, manchmal auch eingeengt? Sie haben dann ja schon sehr versucht, immer an dem Reimschema und an den gereimten Enden auch zu bleiben, an dem Rhythmus innerhalb der Verse. Wie haben Sie es beim Schreiben erlebt? Ja, also wenn man so sich Spielregeln macht, dann macht es nur Sinn, sich dran zu halten. Aber es ist ja nicht streng. Mhm. Aber trotzdem, das ganz aufzugeben, dann wird alles sozusagen aus der Form gehen. Ja. Aber es hat irgendwie mit Disziplin nicht so viel zu tun. Mhm. Ich verspreche mir auch nicht viel von Disziplin. Mhm. Weil wenn man sich zwingt, dann wird das nur ein Zwang auch zum Lesen. Mhm. Oder das macht keine Freude, auf keinem Ende. Also Sie haben es dann, wenn ich es jetzt richtig verstehe, nicht so erlebt, dass Sie dann Zeilen zum Beispiel im Kopf hatten oder Sätze im Kopf hatten, die erstmal nicht reingepasst haben und wo Sie dann versucht haben, Wege zu finden, sondern es hat sich ganz natürlich ergeben. Achso, nein, dadurch, so nicht. Es ist so wie Scrabble oder so, oder dass man ein bisschen tüfteln muss und die Wörter verschieben. Ja. Und das ist ja auch lustig, was man alles mit dem Satzbau machen kann. Meistens funktioniert, glaube ich, Prosa so, dass man nicht drüber nachdenkt, sondern schreibt, wie es kommt oder so etwas, oder wie man normalerweise sprechen würde. Mhm. Und das geht aber viel in dem Versmaß, dass der Satz noch funktioniert, aber mit einer merkwürdigen Stellung. Was ein breites auch ist eigentlich, viel Raum gibt. Aber das geht natürlich auch nur, wenn ich diese gegenwärtige Alltagssprache verlasse und so manchmal ganz schräg und manchmal altmodisch klinge und so. Mhm. Ist ein bisschen kunterbunt dann. Ja. Ich habe es beim Lesen manchmal so erlebt, dass es sehr kontrastreich war oder fast paradox manchmal so in der Dynamik, weil sie eben durch diese Strophen einen gewissen Rhythmus aufbauen und es hatte für mich fast schon ein bisschen eine hypnotische Qualität, dass man in so eine ganz bestimmte Haltung und einen Tonfall reingekommen ist. Und gleichzeitig jagen sich teilweise fast die Bilder und die Gedanken. Also eine langsame Bewegung gegen eine schnelle. Ging das Ihnen auch so? Oder auch beim Schreiben oder wenn Sie es jetzt lesen? Ja, es hatte auf jeden Fall so verschiedene Stimmungen. Es ist, mal treibt es und mal treibt es dahin. Oder? Ja. Und ich habe mal römische Metrik studiert, bei einem gewissen Wojtek, und da gelernt, dass es da drei Ebenen gibt, so ähnlich wie in der Musik. Also es gibt diese Prosodie, wie man normalerweise spricht, dann gibt es das strenge Metrum und dann gibt es so die Klangfarbe und die Lautung und diese ganzen Spiele, die man mit den Buchstaben machen kann, die sich dann auch wiederholen. Und immer diese Muster von Wiederholung und Differenz macht so eine Art Gehirnmassage aus, die wahrscheinlich ein bisschen hypnotisch ist. Ja. Also es ist so ein Flow, wie wenn man jetzt schnell so einen steinigen Weg hinuntergeht und man muss sich konzentrieren und gleichzeitig geht es schnell. Und das sind Sachen, die Leute genießen irgendwie. Klingt auch wie Komponieren von Musik ein bisschen, ne? Ja, das Komponieren halt von Text. Sprache von Text, ja. Ihre Figuren, die Sie drin beschreiben, also die Hauptfigur, aber auch dann die Matrosen, die auf der Insel sind, die anderen Frauen, die auf die Insel kommen, die wechseln öfter mal ihre Gestalt, also sowohl die innere als auch die äußere. Und man hat den Eindruck, sie probieren sich eigentlich laufend aus, Haltungen, ihre Handlungen, sich selber auch.
Und die sind einerseits ja sehr anpassungsfähig und flexibel, aber andererseits legen sie sich auch nicht fest und bleiben im Ungewissen. Nee, es ist eigentlich nur die Erzählerin, die die Gestalt wechselt. Die anderen sind ganz normale Menschen. Ja, bleiben, aber ändern sich ja auch laufend in ihren Ansichten. Ja, oder? Das ist normal, oder? Also so Menschen, die... Ja, also dass man das ändert, schon. Man bleibt ja nicht gleich ewig lang. Aber mir kamen die sehr im Ausprobieren vor. Und ich habe sie so erlebt, wie wenn sie sich laufend auf was Neues einstellen. Die Figuren? Die Figuren, die anderen Inselbewohner. Ja, es passiert auch immer was. Und es ist für viele eine neue Situation, sozusagen im Plot drin. Mhm. Aber... Jetzt so etwas Außergewöhnliches sehe ich eigentlich darin nicht. Okay. Ich hatte mich gefragt, ob das eine Reaktion drauf ist, weil wir jetzt in einer Welt leben, die ja einerseits sehr globalisiert ist, dann auch sehr individualistisch wird und vieles so in einzelne Fragmente zerfällt, ob sie das in den Figuren spiegeln, in diesem Wandel, diesem inneren Wandel, den sie auch immer wieder erleben. Also ich spreche es quasi direkt an mit so Sachen wie diesem Internet oder der Arbitrarität der Gegenstände, die vorkommen, also das Eigentümliche in unserer Zeit, finde ich, ist, dass man sich fast aussuchen kann, also sofern man nicht direkt professionell oder als Opfer damit in Verbindung kommt, kann man sich aussuchen, inwieweit man sich irgendwelchen Themen stellt oder sich mit denen auseinandersetzt. Mhm. Und diese Arbitrarität hat was ganz, ganz Absurdes und auch Grausames oder so, vor allem wenn dann so auf Rechtschaffenheit geredet wird oder so Leute so das Gefühl haben, dass sie alles korrekt und gerecht beurteilen, wo sie doch ihre Wahrnehmung so selektiv verteilen. Ja. Also das sollte ein bisschen eine Satire darauf sein. Mhm. Und die Leute habe ich versucht, möglichst normal zu machen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht, also die sind keine fixen Charaktere, es sind keine Holzfiguren, sondern man sieht sie auch meistens nur kurz. Die meisten kommen dann als so in kurzen Porträts gewissermaßen vor. Genau, das sind so Miniaturen eigentlich. Ja, also man lernt sie jetzt nicht tief in die Tiefe kennen oder so. Das zeigen sich durch bestimmte Handlungen, durch Begegnungen mit der Moderatorin eher. Ne? Ja. Wenn Sie jetzt sagen Arbitrarität, dann gibt es ja auf der anderen Seite doch sehr starken Konformitätsdruck. Also trotz dem ganzen Individualismus, den wir haben und vielen liberalen Ansichten, gibt es doch einen Konformitätsdruck, wie man zu sein hat, wie ein Leben zu sein hat, was man erreichen soll. Wie spiegelt sich das in denen? Ja, das ist etwas, was ich weniger lebe, weil ich das Glück habe, frei zu arbeiten und dann auch nicht mal so im Büro oder so etwas unter Druck zu stehen. Mhm. Leute nicht zu schockieren. Also ich kann sozusagen, ich könnte auch in einer Federmaske hier auftauchen, wenn ich wollte. Wäre auch gekommen. Aber ich glaube, es trennt sich dann auch. Also wenn man jetzt eine gewisse Art von Erfolg will, dann muss man sich anpassen. Mhm. Und zwar ziemlich heftig, bis in die Tiefe sich formen lassen. Und dann, das wird auch relativ schnell mal erbarmungslos, ne? In den Sanktionen dann. Ich denke auch. Und vor allem, wenn man so beginnt mitzuspielen und dann doch nicht schafft, so konform zu sein, wie man so sein sollte, oder nicht ganz in die Tiefe brainwashed, dann ist ein Defekt da oder so. Und dann Toleranz auch schnell weg. Ne? Ja. Mhm. Und dann gibt es halt sozusagen so wie immer schon die unteren Schichten, wo das alles völlig irrelevant ist, wo man irgendwie überlebt. Wo es ums Überleben geht. Ne? Ja. Ganz buchstäblich um den nächsten Tag dann oftmals einfach. Ne? Ja. Wenn wir jetzt einen Sprung machen und zur Sprache kommen, die ist ja in dem Buch auch ein Thema über Fernsehen, altes Fernsehen, neues Fernsehen, so eine Art Bewusstseinsindustrie. Wenn man sich das ansieht, in welchem Zustand Sprache heute ist, also einerseits durch Internetforen, die man kennt, die auch jetzt zum Teil so sprachlich sehr entgleisen, aber auch in der Presse. Was ist für Sie heute die Rolle von Lyrik? Also ich hoffe, dass das eine gewisse Synthese oder dass die Lyrik ist halt offen für neue Formen, viel offener als die anderen Formen, gerade dadurch, dass sie wenig erfolgreich ist. Also bei den Romanen steckt mehr Geld drin und deswegen ist der Markt konservativer. Ja. Bei Lyrik geht ziemlich viel und es ist ein großer Reiz, zum Beispiel auf die Musik, auf Rap oder so, oder Kiezdeutsch oder alle diese Dinge, die wirklich die deutsche Sprache umformen und Möglichkeiten ausprobieren, die jetzt noch lange nicht in jetzt diese bürgerliche Sphäre geschafft haben, aber in Wirklichkeit sehr, sehr lebendig sind und auch sehr
also prägend dem, das, was ich so vielleicht die Avantgarde der deutschen Sprache oder die möglichen gegenwärtigen Schönheiten sein könnten. Also da glaube ich, kann die Lyrik oder muss oder kommt sie in die Verlegenheit zu vermitteln zwischen sozusagen Hochkultur, Tiefkultur, ganz Jenseitskultur und so. Auch Philosophie und oder so Postanthropozän oder solche Schlagwörter, die wird zurzeit ziemlich stark in der Lyrik verarbeitet, weil es auch darum geht, wie kann man anders sprechen und nicht immer alles in diese Klischee-Narrativen importieren. Genau, sind sie freier von Erzählmustern und freier auch dann in den sprachlichen Formen natürlich und können dann praktisch besser durchdringen und auch neue Entwicklungen in der Sprache, in der Gesellschaft auch besser aufnehmen, sind freier dann in der Verarbeitung, so meinen Sie. Ne? Lyrik und Empathie, Menschen empathisch füreinander zu machen, ist das für Sie ein Thema? Nee, interessiert mich nicht. Okay. Ja, ich glaube, das können andere besser. Aha. Ist das eher ein Thema für einen Roman dann tatsächlich, wo dann die Charaktere breiter und sozusagen epischer entwickelt werden? Ich weiß nicht, es gibt so viele Arten von Lyrik und viele arbeiten auch mit Empathie oder brauchen viel Empathie, um sich sozusagen, um diese Wörter wirken zu lassen, wo man, da ist nichts Zwingendes, also wenn es einen Plot gibt oder wenn es, also manchmal eine Melodie oder so, dann wird man eben hypnotisiert und quasi gezwungen, das da reingezogen. Ja. Und bei viel Lyrik sind so ein paar Wörter über die Seite verstreut und man muss sich echt entschließen, da mit seiner Empathie ist das auch so hinzuhalten, richtig, damit das funktioniert. Mhm. Aber und denen wirklich dann die völlige Kraft geben. Aber dadurch kommen ja auch neue Schmelzprozesse. Also wenn er sich da in so einem neuen Reaktor Ideen und intellektuelle Angelegenheiten mit empathischen oder mit auch so sinnlichen Bildern mischen, dann kann das sehr stark sein. Mhm. Ich wollte vorher Daniel Falb nennen, weil er etwas gemacht hat, was ich noch nie gesehen habe, dass er die Poetik von Zahlen irgendwie herausstellt, so, aber in einer alltagssprachlichen Art, also so 10.000 und war 3.000 und 3.000 war 100 und 100 war 200. Also wie in so einer Rhetorik, wo man wissen sollte, worum es geht, aber man weiß nicht, worum es geht, sodass nur dieses überbleibt. Und komischerweise habe ich gestern in Frankfurt war eine Frau, die war verrückt, sie wirkte wie so eine Juristin, die echt verrückt geworden war und die hat nur Zahlen gesagt, also genauso ungefähr, wie ich dieses Gedicht vorgetragen habe. Ein Wort nach dem anderen, wäre diese ganzen Paragraphen-Dings in ihr geblieben. Hätte sie festgesetzt bei ihr sozusagen. Aha. Und das fand ich auch frappierend, das ist sozusagen dasselbe Phänomen, oder nicht dasselbe, aber doch ähnliche Experimente. Hat eine neue Sprache dann für sich eigentlich entwickelt oder eine Sicht auf die Welt, die sich dann darin zeigt. Ne? Ja, es war auch so rein ästhetisch, nicht mehr kommunikativ. Darauf wollte ich raus mit der Empathie eben, inwieweit dann auch eine Form, ein Genre oder eben ein Gedicht verbindet. Das hat ja schon auch sehr große Kraft, sich Sichtweisen und Erlebnisse auch näher zu bringen gegenseitig, wenn es natürlich auch der Leser immer wieder anders auffassen kann, als es aus dem Dichter herauskam oder herausgeflossen ist. Ich glaube, dass man, also es technisch so ist, dass man ein bisschen das Vertrauen des Lesers gewinnen muss. Mhm. Und wenn man es hat, kann man auch Sachen bringen, die nicht sofort verständlich sind. Und also da gibt es eine Bereitschaft, sich das wirken zu lassen. Wenn aber von die ganze Zeit eine Unsicherheit herrscht, dann ist man als Leserin die ganze Zeit unsicher, ob man jetzt richtig versteht oder nicht. Und auf Dauer nervt das auch. Das muss man es neu machen für sich eigentlich, ne? Ja, oder halt am Anfang etwas einbauen, was die Captatio Benevolentia, sagt man, glaube ich, in der alten Rhetorik. Ja. Nur damit den guten Willen zu erfassen. Ja. Mhm. Ja. Und dann kann man aber ziemlich viel machen, ja. Mir ist jetzt ein Satz unter vielen besonders hängen geblieben, und zwar in dem Kapitel, in dem Sie besonders über die Seele schreiben, schreiben Sie, dass man die Seele niemals zähmen kann. Und dann, das zitiere ich jetzt direkt, doch bisschen schon, dies Zähmen nennt man Lesen. Da hat mich sehr berührt, der Satz. Wie zähmt denn das Lesen? Und wenn ich dann noch zu meiner allerletzten Frage komme, was kann Literatur für den Menschen tun? Kleine Fragen. Vielleicht kurz, wenn Sie zum Zähmen was sagen, wie das Lesen zähmt.
Ja, jetzt muss ich an den Fuchs denken vom kleinen Prinzen. Von also, Prinzen, also Zähmen hat immer, ist immer sehr rührend. Und ich, ja, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es braucht sicher die Lockung, dass es, mhm, dass es wunderschön wird, wenn man mitspielt. So. Mhm. Und also mit Angst kann man nicht zähmen. Sich anhört, ja, Vertrauen ist ein großes Thema erstmal. Ne? Ja, und vielleicht so eine Augenhöhe, dass man, dass ja, die Aufgaben nicht machbar sind, mhm, und man nicht einfach einen riesen, mhm, Haufen von irgendwas auf den Tisch geknallt bekommt, mhm, ohne Hilfestellung, ja, wie man das bewältigen soll. Deswegen sagt auch der Fuchs, du musst mir Zeit lassen und, mhm, jeden Tag erst ein kleines Stückchen näher kommen. Ne? Ja. Mhm. Ja, also so ein fixes Versmaß ist natürlich eine sehr angenehme, so Handschlagabmachung. Mhm. Ja. Also es wird jetzt so, mhm, weitergehen, wenn man etwas nicht versteht, das Versmaß, mhm, geht weiter. Also man traut sich langsam, ja, ran. Habe ich mir gedacht. Mhm. Okay, das ist so. Allgemeine Literatur, weiß ich nicht. Was kann Literatur für den Menschen tun? Also ich finde es also klasse als Archiv. Also auch jetzt, wo es, mhm, so viele Bücherregale gibt, mhm, den Büchertausch im öffentlichen Raum oder so, wird auch, also das gibt es ja dann digital nicht so, obwohl das Internet auch ein interessantes Archiv ist, aber hat andere Dynamiken. Und schon das, dass es einen fixierten Text gibt und der kann dann 100 Jahre irgendwo liegen, mhm, und dann kann man den wieder finden und, mhm, und liest halt. Mhm. Manchmal ist es ja der größte Schrott und man hat so einen historischen Schrott, mhm, aber manchmal sind es auch Sachen, die erst 20 Jahre später richtig gelesen werden. Ja, also diese Speichermöglichkeit finde ich, glaube ich, das Wesentlichste. Ja. Sonst ist er so vielfältig, kann man nicht, ja, allgemein sagen. Ja. Archiv der Menschheitsgedanken oder Erfahrungen. Ja, und sogar der Physik und Mechanik, mhm, und solche Sachen. Mhm. Also nicht nur Literatur. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke, ich bedanke mich. Und ich freue mich sehr auf Ihre Lesung von Verband nachher. Vielen Dank. Danke.